nehme euch jetzt einfach mal mit. So, Mitch, guten Morgen. Morgen. Wir sind jetzt gerade am Feld angekommen. Ich schwenk mal kurz rüber. Schaut toll aus, oder? Ja, das ist das immer bei den Feldern im Süden, gell? Die kennen sowas wie Drainage, glaube ich, nicht. Ich glaube, da kann man jetzt 3 Tage nicht drauf. Ja. Dann wird es heute wahrscheinlich auf dem Cage rauslaufen, ne? Nehme ich mal an. Ja, mal schauen, was die Coaches sich überlegen. Ein bisschen Cage vielleicht und hoffen, dass man heute Abend spielen kann vielleicht. Gell? Oh Mann, guter Start in den Tag, ne? Super Tag. No specific dress code or anything, just a little group picture. After the group picture, we're going to do a warm-up with Stem. After warm-up, pitchers go with Marty to the softball field over there. That should be alright for some drills. Position players go to the cages with me. We're going to hit a little bit. And then after 30, 40 minutes, something like that, we're going to flip-flop with the second team position players and then do strength conditioning with Stem. Alright? And that's going to be it for today. Everybody's, yeah, having, everybody's having a great time. Yeah! So, also, der Wasserpark hier ist sehr schön. Wir fangen hier vorne an mit der Babyrutsche. Ganz süß. In der Mitte, da wo irgendwann mal ein Infield war, haben wir einen Swimmingpool. Vor First Base haben wir einen kleinen Jacuzzi. Und dann über Second Base drüber haben wir noch die Wildwasserbahn. Muss man mal aufpassen, da muss man über 90 cm groß sein. Also der Mitch kann da leider nicht rein. Was? Mitch darf nicht in die Wildwasserbahn an Second Base. Second Base ist die Wildwasserbahn, da muss man über 90 cm groß sein. Das ist wie beim Europapark, wo ich nie die Achterbahn fahren darf, weil ich zu groß bin. Das ist voll gemein. Ja, da muss über 90 cm rein. Achso. Tut mir leid. Tag 5, letzter Tag im Trainingscamp. War heute ein bisschen chaotisch. Was war los? Ja, der Tag ist nicht ganz so gelaufen wie eigentlich geplant. An sich hätten wir unser letztes Spiel heute gehabt. Nachdem wir heute früh aufgewacht sind und schon gesehen haben, dass auf den Bergen Schnee liegt, haben wir schon gewusst, okay, es ist vielleicht heute nicht so ganz geil. Und es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Wenn man jetzt aufs Feld schaut, dann sieht man, dass alles voller Pfützen ist. Von daher, unser Training, wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Wir haben gutes Warm-up gemacht, haben ein bisschen Krafttraining reinbekommen, unser Wurfprogramm gemacht. Und das Feld lässt leider nicht mehr zu. Wir sind jetzt gerade noch auf der Suche, ob wir vielleicht noch ein Feld irgendwo finden, dass wir noch ein Intrasquad-Spiel finden können. Aber ja, sieht eher schlecht aus gerade. Von daher müssen wir jetzt den Tag irgendwie ausklingen lassen und schauen, dass wir noch das Beste jetzt aus dem letzten Tag machen. Allgemeines Feedback zur Woche jetzt hier im Trainingslager. Seid ihr von den Coaches sehr zufrieden mit den Leistungen von den Jungs oder? Ja, also ich kann für das Academy-Team auf alle Fälle sprechen, bin ich sehr happy. Wir haben 4 Spiele reinbekommen, wir haben alle 4 Spiele gewonnen, gegen recht gute Teams auch. Und von daher bin ich recht happy, dass wir uns von Spiel zu Spiel auch gesteigert haben. Der Großteil von den Spielern wird jetzt die Woche auch noch da bleiben, weil es das MLB Academies-Turnier direkt im Anschluss ist. Das heißt, die hatten eigentlich eine gute Vorbereitung mit der Woche und können jetzt direkt noch drauf aufbauen und das nächste Turnier auch noch als Vorbereitung für die Saison mitnehmen. Wunderbar. Stefan Müller, vielen Dank. So, Ende von Tag 5. Zurück im Hotel. Trainingslager ist jetzt quasi schon vorbei. Bei uns hier David Dinsky und Alex Schmidt. Wie war das Trainingslager für euch?
Ja, also ich finde, wir haben, also wir hatten ein paar Schwierigkeiten, ein bisschen mit den Spielen und so. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Also vor allem jetzt gegen Villa de Cannes, habt ihr ja schon gehört, haben wir selbst gegen den Mike gehauen. Aber ja, es war geil, mal draußen zu sein und vor allem jetzt im Sonnenschein. Ich denke, wenn wir in Stuttgart spielen jetzt dann das erste Spiel, es wird ordentlich kalt sein, wahrscheinlich kälter als hier. Aber ja, war gut, mal wieder ein bisschen Spielpraxis zu haben und dass wir dann ready sind für die Saison. Ja, ich denke, im Großen und Ganzen war es ein gelungenes Springtraining. Wie ihr wisst, waren wir ja mit einer riesen Gruppe hier, auch die Academy Guys waren dabei. Und daher hatten wir dann natürlich ein paar organisatorische Probleme, aber die haben wir dann gut gefixt bekommen. Und ja, mit den Spielen, eigentlich waren vier geplant gewesen, hatten leider nur zwei. Trotzdem hat, glaube ich, jeder seine Bats reinbekommen. Und wie gesagt, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man vor den anderen Teams dann Flyballs und Groundballs bekommt. Und von daher denke ich, war das ein gelungenes Springtraining. Fühlt euch jetzt nach dem Springtraining gut vorbereitet auf die kommende Saison und auch auf die beiden Testspiele zum kommenden Wochenende gegen Berlin in Regensburg? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen auch nochmal die Spiele gegen die Flamingos jetzt auch nochmal gut nutzen, um uns da optimal vorzubereiten, um dann richtig gut in die Saison starten zu können gegen Stuttgart. Und ich denke, wie gesagt, das ist einfach wichtig, wenn man so früh rausgehen kann, dass man da auch seine Zeit nutzt und wirklich hart arbeitet und so seine Groundballs reinbekommt. Im Spiel halt die Spielpraxis so früh vor der Saison noch. Und ich denke schon, dass es auf jeden Fall viel geholfen hat und dass wir jetzt ready sind für die Saison. Ja, wie schon Schmidt gesagt hat, klar, es ist ein Vorteil, wenn man dann doch zwei Wochen vor Saisonbeginn draußen auf dem Platz steht und wieder seine Erfahrungen reinbekommt. Und ja, ich denke, wir werden schon einen guten Vorteil gegenüber den anderen Teams haben, dadurch, dass wir nochmal gegen die Flamingos zu Hause zweimal spielen. Ja, wir haben hart gearbeitet und deswegen wird das schon. Fühlt ihr euch beide jetzt gut vorbereitet durch das Springtraining auf die kommende Saison? Ja, definitiv. Ich meine, so früh draußen zu sein, wie gesagt, ich meine, das ist immer gut, wenn man so früh im Jahr schon Groundballs nehmen kann und vor allem jetzt bei dem guten Wetter und alles. Und ja, ich denke auch, dass wir ja gut in die Saison starten werden, wie gesagt, ich meine, ich könnte mir keinen Nachteil daraus denken, hier in Barcelona Spring Training zu machen. Definitiv, ja. Dann danke euch für das Interview. Vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch einen guten Start in die Saison. Danke.